Herzlich willkommen zu einem Bike-E-Pod-Spezial. Wenige Wochen vor der Nationalratswahl sprechen wir mit allen Spitzenkandidaten jener Parteien und Listen, die österreichweit antreten. Heute begrüße ich Herrn Feiert Müller bei mir, Spitzenkandidat der Liste Keine von denen. Danke für die Einladung. Ich glaube, Sie werden es in den meisten Interviews sofort gefragt, der Name Keine von denen. Ist das hat am Anfang ein bisschen so wie ein Satireprojekt geklungen. Oder warum, wie ist man auf diesen Namen gekommen? Also nicht in den meisten Interviews, in jedem einzelnen Interview, ja. Wie wir auf den Namen gekommen sind. Das ist auch der Grund, warum wir uns damals vor 12 Jahren gegründet haben, weil keine von denen, von den Parlamentsparteien uns vertritt. Und genau das bringen wir diesmal auf den Stimmzettel, weil wir sind jetzt nur 12 Jahre mehr, weniger vertreten. Wir sind unzufrieden mit der Politik, so wie die restliche Bevölkerung, und das wollen wir auch diesmal kurz und prägnant auf den Stimmzettel bringen, dass man so auch mal seinen Protest kundtun kann und gleichzeitig zeigen kann, ja, wir wollen was Neues. Es hat ja am Beginn ein paar Proteste gegeben, dass so ein Name gar nicht möglich wäre. Ja, also da ist natürlich das Gesetz halt eben die richtige Instanz und die sieht keinerlei Einschränkung vor. Wir haben das natürlich auch vorher rechtlich überprüfen lassen, auch vom Innenministerium die Bestätigung bekommen. Das wird eigentlich meistens nur von politischen Gegnern und ein paar Medien insinuiert, dass das die Wähler täuschen könnte. Wir waren jetzt einen Monat lang jeden Tag auf der Straße beim Unterstützungserklärungen sammeln. Wir haben noch nie einen Menschen getroffen, der sagt, ich werde getäuscht, ich werde in die Irre geführt. Auch online, wenn Leute das kommentieren, sind es immer die anderen, die Depperten, die ja zu blöd zum Wählen sind. Ich glaube, die Menschen wissen sehr wohl, wie man wählt. Wir haben eine Listennummer, wir haben eine Langbezeichnung, wir haben eine Kurzbezeichnung und drunter stehen die Kandidatinnen. Wie das jemand mit der in Österreich nicht existenten Option ungültig zu wählen verwechseln soll, frage ich mich noch immer. Und ich warte noch immer auf die erste Person, die sagt, ich werde getäuscht davon. Okay, gut. Sie sind in einem ZIP-Interview gemeinsam mit Tobias Schweiger von der KPÖ in einem ZIP-2 gesessen und wurden praktisch präsentiert als die linke Konkurrenz der KPÖ. Ja, ist das so? Überhaupt gar nicht. Also wir haben uns weder wegen der KPÖ gegründet, noch treten wir an wegen der KPÖ. Ganz ehrlich, ist mir die KPÖ auch ziemlich egal. Wir sagen auch immer ganz klar, keine von denen heißt keine von den Parlamentsparteien. Also wir stehen in Konkurrenz zu den Parlamentsparteien. Wir sind ein neues Angebot an die Wählerinnen, von denen ja 3/4 der Menschen unzufrieden sind mit der Politik hier, die auch kein Vertrauen haben, die auch nicht denken, dass diese Politik Lösungskompetenzen hat. Zu denen sind wir Konkurrenz und zu denen sind wir das Gegenangebot. Ein Angebot, das in dieser Form noch nie gegeben hat in Österreich. Aber wenn man sich Ihre Forderungen, Ihre Maßnahmen, die Sie setzen würden, genau anschaut, dann sind das schon sehr linke Ideen. Also weniger privat, mehr Staat, oder? Ist das richtig zusammengefasst? Also wir haben ja jetzt eine sehr, sehr rechte und durchgehend kapitalistische Politik, die auch alle Parlamentsparteien genauso vertreten. Ja, die Grünen auch? Ja, absolut, natürlich. Ich meine, sie sind mit der kapitalistischen Partei des Landes in einer Koalition, sind doch brav dabei, wenn es darum geht, halt eben zum Beispiel Unternehmenssteuern noch weiter zu senken. Also ja, natürlich, es gibt da auch in ihren Programmen nichts dergleichen, wo sie sich in eine andere Richtung definieren, aber es kommt ja darauf an, welche Politik machen sie, und das ist vollkommen eindeutig. Auch bei der KOFAG waren sie ja dabei, dass unser Steuergeld in Milliardensummen an selbst gewinnbringenden Konzerne ausgegeben werden, waren auch die Grünen dabei. Also nein, da ist wenig Linkes dabei. Und eben von rechter und kapitalistischer Politik haben wir schon genug. Da braucht es mal einen richtigen Gegenpol. Das sehen aber auch die Menschen so, weil Bereiche wie zum Beispiel Teuerung, Wohnen oder Gesundheitssystem wird immer mehr durchkapitalisiert und deswegen funktioniert das nicht für die Menschen. Das haben wir auch in unseren Gesprächen auf der Straße gesehen. Und es gibt da sogar Umfragen in Österreich, wo nur mehr ein Drittel der Personen sagt, dass eben das kapitalistische System wirklich liefert und dass sie das weiter in dieser Form haben wollen. Wir brauchen mehr Mensch, Tier und Planet über Profit. Und das Profit ist ein gutes Stichwort, weil wenn es um die Mieten geht und so weiter, dann schauen Sie mit Ihrer Liste genau drauf und sagen, okay, wenn es um Gewinne geht, das ist eigentlich praktisch, man darf keine Gewinne über die Miete machen. Aber sind Gewinne was Schlechtes? Per se nicht. Und ja, es geht um diesen einen Bereich. Wohnen ist ein Grundrecht. Das sehen wir jetzt seit Jahren und Jahrzehnten. Der Markt kann es einfach nicht. Er hat ein alleiniges Ziel. Und vor allem, da reden wir von den großen Immobilienkonzernen, das ist Profite machen. Aber das Ziel der Menschen bei Immobilien und vor allem bei Wohnimmobilien ist, zu wohnen, gut zu wohnen, leistbar zu wohnen. Und diese beiden Dinge sind konträr.
Also man kann nicht einen Haufen Profite machen und eben diesen guten Wohnraum günstig zur Verfügung stellen. Aber deswegen gibt es ja gemeinnützig und, genau. es gibt in den privaten Bereich. Genau, ja. Und der gemeinnützige Bereich funktioniert auch, aber wird leider in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten oft ausgehungert. Es wird zu wenig kommunaler Wohnbau betrieben. Und wir haben in Österreich auch Hunderttausende bis zu einer Dreiviertelmillion Wohneinheiten, die überhaupt leer stehen. Und das müssen wir nutzbar machen, weil eben auch da zum Beispiel der Markt sagt, na, machen wir Spekulationsobjekte draus, den lassen wir einfach leer stehen und das ist mir lieber, als dass da Menschen drin wohnen. Dafür ist Wohnen nicht da. Wir haben uns das Versagen der Märkte und der Immobilienkonzerne jetzt seit Jahrzehnten angeschaut und jetzt ist mal genug. Also, wenn ich das umgekehrt erzähle, sagen Sie, der Staat müsste bei manchen Sachen mehr eingreifen? Ja, absolut. Absolut. Okay. Absolut. Also genauso zum Beispiel im Bankensektor. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind angeblich in der Krise. Oh nein, wir sind in der Krise, wir Menschen. Die Banken haben 2022 so viel Gewinn gemacht wie noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte. Und das haben sie 2023 sogar noch getoppt. Also nachdem wir in der Pandemie waren, nachdem die Preissteigerungen unser Leben unfinanzierbar gemacht haben, machen die den Reibach ihres Lebens. Deswegen sagen wir auch vom Wandel, also unsere Krise ist die Party der Reichen. Dinge, wo der Markt einfach nicht kann, wo die Profitgier komplett überhand genommen hat, die muss der Staat regeln. So wie wir das in vielen anderen Bereichen auch schon immer sehr erfolgreich gemacht haben und das auch gar nicht anders kennen und gar nicht anders wollen. Niemand von uns möchte zum Beispiel in Wien die Müllabfuhr privatisieren, weil die einfach eine Top-Arbeit machen. Das AKH in Wien zum Beispiel ist eines der besten Krankenhäuser in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Das sind Dinge, die der Staat auch sehr gut kann. Und wir müssen mal wieder wegkommen davon, so zu tun, als wäre der Staat so furchtbar, denn das Leben in Österreich, das gute Leben in Österreich, diese, was unseren Wohlstand ausmacht, sind eigentlich hauptsächlich Dinge, die der Staat, oder das ist ja dann nur ein Wort für, was wir als Gesellschaft hier leisten und füreinander zur Verfügung stellen, davon müssen wir wegkommen, so zu tun, als wäre das alles so schlimm. Ja, man muss, also natürlich, das werden Sie auch machen, muss in die Geschichte schauen. Man sieht, jetzt nehmen wir mal nur Österreich her, die Verstaatlichte, man kennt das noch aus der Geschichte, ist gescheitert. Ja, weil es an und für sich nicht mehr finanzierbar war. Die Unternehmen sind dann aufgesplittert worden und privatisiert. Es ist eigentlich sehr viel privatisiert. Jene Staaten im Osten Europas, die total auf den Staat gesetzt haben, sind eigentlich im Long Run, am langen Weg auch gescheitert. Ist das nicht abschreckend? Ja, also die Staaten im Osten, und das ist auch ein großer Unterschied, zwischen uns und anderen Linken, das ist für uns kein Vorbild. Das ist für uns vollkommen klar, das war eine Diktatur, das war ein Unrechtssystem, ein Regime. Da sehe ich weder im wirtschaftlichen Bereich noch im gesellschaftlichen Bereich das als Vorbild. Die Verstaatlichte in Österreich hat über lange Jahre unfassbar viele Jobs geschaffen und erhalten und viele Renditen für den Staat erwirtschaftet. Ja, am Ende ist dadurch viel Misswirtschaft und Spekulation einiges von einigen Managern in diesem System und Bonzen halt eben in den Graben gedreht worden, das stimmt. Aber es ist auch nicht so, dass alle Privatisierungen ein Erfolgsmodell sind. Wenn man zum Beispiel nach Großbritannien schaut, wo eben das ganze Wassersystem privatisiert worden ist oder wo die Bahn privatisiert worden ist, die das alle noch viel, viel weiter getrieben haben als Österreich, ist komplett gescheitert und dort wird mittlerweile von der Rückkommunalisierung, also der Verstaatlichung wieder gesprochen, weil es funktioniert so einfach nicht. Das Wassernetz ist zum Beispiel komplett leck dort. Die Preise sind massiv und sowas haben wir in Österreich ja zum Beispiel auch erlebt mit der BUWOG-Privatisierung. Das war ja keine Privatisierung, das war ein großer Steuerraub. Die haben damals unser Eigentum für 16.000 Euro pro Wohnung privatisiert. Das ist ja nichts von dem, wie die Gesellschaft profitieren soll. Also ja, ich glaube, man kann diese Negativbeispiele auf beiden Seiten bringen, absolut bei Privatisierung und auch bei Verstaatlichen. Und ich glaube, dass man eine Symbiose aus dem bringen kann. Dort, wo Dinge funktionieren in Gesellschaftsbesitz, machen wir das so. Dort, wo Dinge in privater Hand sind und gut funktionieren, können wir das auch gerne so lassen. Vor allem dort, wo wir von kleinen und mittleren Unternehmen reden, die in Österreich noch immer das Rückgrat der Wirtschaft und auch der Beschäftigung sind, wo auch die Profite meist in Österreich bleiben, wo auch Steuern hier bezahlt werden, und die selber so massiv darunter leiden, wenn sie in Konkurrenz sein müssen zu irgendwelchen globalen Konzernen, die nicht einmal gescheite Löhne zahlen oder ihre Steuern dann in irgendwelchen Steueroasen versickern lassen. Okay, und in dem der Staat, Thema Gesundheit. Also ich habe gesehen, auf allem, was von Ihnen publiziert wird und was auf Ihrer Homepage zu finden ist, Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ungefähr, also wenn ich es richtig zusammenfasse, das gleiche Gesundheitsangebot für alle.
Ja, und sie sind praktisch gegen ein privates Gesundheitswesen. Also für uns ist jeder Mensch gleich, genauso wie vom Rechtsstaat, soll das genauso in der Gesundheitsversorge auch sein. Wir sehen jetzt auch, unser Gesundheitssystem funktioniert so nicht mehr, es kracht immer weiter, die Wartezeiten sind unerträglich, immer mehr Personal verlässt den Gesundheitssektor, weil die Arbeitsbedingungen katastrophal dort sind. Und das ist eine von den zentralsten Säulen unseres Wohlstands in Österreich. Wenn wir kein öffentliches Gesundheitssystem mehr haben, dann sind wir alle ärmer. Auch die Menschen, die jetzt privat versichert sind, weil wenn die irgendeine schwierigere Behandlung, Operation brauchen, dann gehen sie alle ins öffentliche Spital. Also ja, das ist etwas, wo jeder Mensch gleich sein sollte und die bestmögliche Behandlung von gut bezahltem und ausgeruhtem Personal, das Zeit für einen hat, bekommen sollte. Und wir sagen ganz klar im ersten Schritt, keinen einzigen Steuereuro mehr für die Privatmedizin, keinen Euro mehr für Privatkliniken, weil ich sehe gar nicht ein, dass ich und andere arbeitenden Menschen die Privatkliniken der Reichsten und Superreichen auch noch mit unserem Steuergeld finanzieren sollen. Ich nehme das so hin, dass sie eigentlich nicht grundsätzlich gegen Privatkliniken und so weiter sind, weil das sollen sich, aber sie sollen sich alle selbst finanzieren. Ja? Das wäre einfach der eben, Staat. Es ist privat, ja. Ja, es ist privat. Genau. Und für einen anderen Bereich ist die Meinung, dass da eigentlich noch mehr Geld hineingepumpt werden sollte, weil ich meine, wir haben in sehr den öffentlichen, in den öffentlichen, ja. Und weil das ist, wir haben schon ein sehr teures Gesundheitswesen. Also man muss das anschauen, wie viel das im Budget ausmacht. Nein, absolut. Also es wird auf jeden Fall einiges an Geld einsparen, was wir ins öffentliche System bringen können, wenn wir nicht mehr für die Privatmedizin zahlen. Und Sie haben absolut recht, Österreich hat ein richtig teures und teilweise auch sehr, sehr ineffizientes Gesundheitssystem. Wenn wir nach Dänemark schauen, die ähnlich, ein bisschen weniger, aber Bevölkerung haben wie in Österreich, mit einem Bruchteil der Krankenhäuser auskönnen, ein viel, viel effektiveres System haben, kürzere Wartezeiten und wo die Menschen auch viel zufriedener sind mit dem Gesundheitssystem. Also ja, da kann man gewaltig viel noch optimieren und einsparen. Und eben Dänemark ist auch ein gutes Beispiel. Die haben das nämlich schon vor Jahren umgesetzt, dass eben auch kein Steuergeld mehr in Privatmedizin übergeben. Und die machen jetzt auch eine Finanzierung aus einer Hand. Also die haben das wirklich komplett genau umstellen können. Und ich glaube auch, dass wir in manchen Bereichen sagen sollten, okay, wir haben ein System erschaffen vor Jahrzehnten und das gehört jetzt mal richtig modernisiert, effektiv gestaltet und so, dass die Finanzierung halt wirklich das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht oft dann versickert in Doppelgleisigkeiten. Ich habe eine Forderung noch gefunden, das ist die 21-Stunden-Woche. Ja. Ist das nur so ein bisschen, um so eine Schlagzeile hineinzuwerfen in den Wahlkampf? Oder? Nein, gar nicht. Das ist übrigens auch eine Frage, die in 100% der Interviews vorkommt. Das ist, natürlich eine interessante Forderung. Genau. Überraschender. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, also die 21-Stunden-Woche, wir sind die einzige Partei in Österreich, die auch wirklich ein Zukunftsprogramm hat, wo wir sagen, wo wollen wir in einer Generation sein? Das heißt, diese 21-Stunden-Woche ist nichts, was wir für hier und jetzt vorschlagen, sondern als ein Ziel, auf das wir hinarbeiten, also in einer Generation in 30 Jahren. Im Hier und Jetzt und was man sofort einführen sollte, ist die 35-Stunden-Woche. Wir haben in Österreich seit 49 Jahren die Arbeitszeit nicht mehr verkürzt. Und die 21-Stunden-Woche... Manche würden sie gerne verlängern. Genau, das ist eh vollkommen klar. Die würden es gerne verlängern. Wir hackeln aber seit 49 Jahren weiter für die Produktivitätssteigerung, weiter für die Gewinne. Die Arbeitszeitverkürzung war in Österreich wie in allen anderen Ländern immer ein Erfolgsmodell. Und früher hat es da auch einen gesellschaftlichen Konsens gegeben, aber jetzt hat sich das leider halt eben im Sinne der eben rechten und kapitalistischen Parteien sind sie wieder in die andere Richtung gegangen. Was die ÖVP auch früher gewusst hat, dass man die Arbeitszeit reduziert und dass alle an den Gewinnen teilhaben sollen, weiß sie heute leider nicht mehr. Nur ganz kurz zur 21-Stunden-Woche. Nein, das ist überhaupt keine Erfindung von uns. Das beruht auf einer Studie des New Economic Forums, einer sehr renommierten Institution in Großbritannien, die gesagt hat, dass es sogar theoretisch jetzt schon möglich wäre. Aber wir sagen, man soll schrittweise gehen, jetzt die 35-Stunden-Woche, in ein paar Jahren die 32-Stunden-Woche und hoffentlich sind wir bald in einer Generation bei der 21-Stunden-Woche. Wo wir vielleicht schon wären, hätten wir nicht die letzten 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert gar nichts mehr dann. Okay. Also Sie wollten nicht einfach nur Andreas Babler unterbieten? Nein, überhaupt gar nicht. Das ist aus unserem 100-Schritte-Programm und da sind in den Schritten davor, wird ganz klar gesagt, die 35-Stunden-Woche, die 32-Stunden-Woche und so weiter. Und relativ weit hinten kommt dann die 21-Stunden-Woche. Wie denn dann, wenn Sie das mit Menschen beim Wahlkampf besprechen, kommt dann nicht sofort als Konter, wie soll dieser Staat dann überhaupt finanziert werden? Also wenn man das so bespricht wie wir beide jetzt, dass man sich gegenseitig zuhört und dass Leute wirklich Interesse daran haben, dann sind die eigentlich alle voll dabei. Bei der Arbeitszeitverkürzung gibt es ja eine
überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung, die dafür ist. Genauso wie bei der Einführung der Vier-Tage-Woche, wo in Großbritannien jetzt ein extrem erfolgreiches Pilotprojekt gestartet worden ist, wo fast 100% der Unternehmen, die dabei waren, das beibehalten haben. Bei den Vermögens-, also bei den reichen Steuern, über 70% der Bevölkerung sind dafür. Also wir sind eigentlich sogar sehr, sehr Mainstream hier, weil die Forderungen, die wir haben, ist etwas, was die Bevölkerung auch schon sehr, sehr lange hat. Was die Umfragen genauso halt eben zeigen, nur was in der Politik überhaupt gar nicht abgebildet ist. Eben Vermögensteuern, Reichensteuern wollen 72% der Menschen in Österreich und im Parlament sitzen 62% der Abgeordneten, die dagegen sind. Das heißt, wir glauben, dass da eben mal neue Leute und neue Parteien ins Parlament müssen, die erstens aus der Bevölkerung kommen und zweitens ähnliche Gedanken und Vorstellungen haben wie die Menschen, weil wir Teil dieser Menschen sind. Ein Thema, das man auch bei Ihnen findet und was Sie sehr beschäftigt haben, Sie haben ja auf Ihrer Kandidatenliste auch eine Flüchtlingshelferin dabei, ist das Thema Zuwanderung und illegale Migration und Migration. Das ist momentan eines jener Themen, die auch bei den etablierten Parteien, auch Sie sagen, Sie sind keine von denen, aber bei den etablierten Parteien ganz oben steht, in der Debatte steht. Ja. Was läuft da in Österreich falsch oder läuft es eh richtig, dass man jetzt versucht, also sich abzuschotten mehr und die EU versucht insgesamt die Außengrenzen anders zu bewachen und illegale Migration zu stoppen? Also es ist natürlich eine Herausforderung, reden wir jetzt mal von Österreich, wenn hunderttausende Menschen in einigen Jahren da neu in ein Land dazukommen. Das Problem oder die Herausforderungen sind sicher nicht so groß wie die ÖVP und die FPÖ tun, die natürlich von diesem Thema leben, genauso wie halt der Boulevard oft. Und es ist aber auch nicht so, wie es leider oft auf der linkeren Seite passiert, dass man so tut, es ist kein Problem, es ist keine Herausforderung und man darf nicht darüber reden. Obwohl eben sehr, sehr viele Menschen, genauso wie meine Kollegin, die Doro Blanke, die Sie gerade erwähnt haben, Sie und viele Menschen aus der Zivilgesellschaft gerade die sind, die überhaupt noch dafür sorgen, dass hier nicht alles krachen geht, weil sie dafür sorgen, dass Menschen privat Deutschkurse bekommen, integriert werden, dass sie mit Wohnraum oder halt mit Kleidung versorgt werden. Jedenfalls bei der Debatte natürlich, ja, es ist eine Herausforderung im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, aber auch halt eben im gesellschaftlichen Bereich bei der Integration. Was jetzt falsch läuft, ist das Versagen, allen voran von der ÖVP, seit 37 Jahren in der Regierung, seit fast 24 Jahren mit kurzer blauer Unterbrechung des Innenministeriums, also hauptverantwortlich für diesen Bereich. Es funktioniert nicht das Asylverfahren, da sagen wir ganz klar, wer Hilfe braucht, dem helfen wir. Aber es muss Asylverfahren geben, die rasch erledigt werden. Nach 6 Monaten spätestens muss jeder zum Beispiel einen Bescheid bekommen. Aber da hat sich doch einiges getan, oder? Genau. Man denkt, seit dem Jahr 2015, wo praktisch die große, Ende 2015 ja, die große Welle gekommen ist, und wie jetzt Verfahren ablaufen, ja, oder nicht? Sie dauern noch immer viel zu lange. Ja. Wir sagen, maximal nach 6 Monaten muss klar sein, bekommt jemand Asyl oder nicht. Jetzt ist auch so, dass von den angefochtenen Bescheiden, weil die so schlecht gemacht werden, über 50% in der nächsten Instanz aufgehoben werden. So schlecht kann man doch gar nicht arbeiten. Wenn Sie die Hälfte Ihrer Arbeit, wird von Ihrem Chef gesagt, das ist falsch, das geht sich nicht aus. Das sind Herausforderungen jetzt. Auch das Gleiche ist, wenn eben jemand nicht Asyl bekommt, dann ist klar, diese Person kann hier nicht bleiben, weil sie offensichtlich keinen Asylgrund hat. Dann muss diese Person in ein sicheres Herkunftsland oder in ihre Heimat zurückgebracht werden und das muss auch konsequent umgesetzt werden. Es wird nichts, ehrlich gesagt, richtig gegen Schlepperei getan, weil niemand will diese Schlepperei, weder wir nicht, noch die Geflüchteten selber. Aber wenn man den Menschen keine legalen Fluchtmöglichkeiten oder Möglichkeiten, um Asyl anzusuchen, auch zum Beispiel mit Botschaftsasyl anbietet, dann treibt man die Menschen wirklich in die Hand dieser illegalen Schlepperei. Wir sagen auch, dass die Menschen in den ersten 6 Monaten von diesem Verfahren Deutschkurse zum Beispiel machen müssen, Rechtskurse, Wertekurse, Integrationskurse und auch, wo wir den Menschen beibringen. Wo sind denn die Vorteile? Also schon ein konsequenter Umgang mit der Integration. Also zum einen klar mit Regeln und zum anderen aber auch zeigen wir den Menschen die Vorzüge von unserer Gesellschaft, von der Demokratie, von der Freiheit hier, von Frauenrechten und dergleichen, den Menschen das auch wirklich mal auf die andere Art und Weise näher zu bringen, dass man sich denkt, ah, das ist super, das kenne ich gar nicht von daheim, das hätte ich eigentlich auch gerne so. Also wir sagen, wir brauchen eine Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik ohne Hass und genauso ohne Scheuklappen. Die Realität ist da und da gibt es wahnsinnig viel zum Tun. Ja, aber neu ist ein bisschen in der Diskussion, dass das Thema Zuwanderung mehr wie früher, und früher war es eigentlich tabu, das gemeinsam zu diskutieren, mit dem Thema Sicherheit diskutiert wird. Es hat den vereitelten Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert gegeben, es hat Messerattacken gegeben in Deutschland.
es hat eine Wahl gegeben in Deutschland, wo die AfD sicherlich hauptsächlich mit diesem Thema sich die Stimmen geholt hat. Ist da irgendwas gekippt? Also das ist, wie vorher schon gesagt, also ÖVP und FPÖ versuchen das natürlich aus politischen Gründen, jetzt vor allem mit Wahlkampfmotiven, dieses Thema viel größer zu machen als ist, und der Boulevard ist dabei. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Ich sage nur, es wird viel, viel größer gemacht, das Problem. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Wir sagen auch klar, es kommen auch Menschen daher, die teilweise wirklich mit ganz, ganz anderen Lebensrealitäten, Vorstellungen und auch religiösen Vorstellungen hier sind, die nicht kompatibel sind mit unseren Werten, gesellschaftlichen Vorstellungen, mit unserer Freiheit hier. Da braucht es ganz klar eben Clearingstellen. Bei der Einreise muss man schauen, wer kommt da überhaupt, weil bei einigen Leuten weiß man das vorher schon, dass die überhaupt gar nicht koscher sind. Und das andere ist, dass auch jetzt werden Leute, wenn sie Asyl bekommen, werden die einfach in unsere Gesellschaft geschmissen. Es wird vorher nicht die Dinge, es werden nicht die Dinge gemacht, die ich aufgezählt habe, Integration, Wertekurse, Rechtskurse, Sprachkurse und so. Das wird alles verabsäumt und dann werden die Leute einfach in die Gesellschaft geschmissen, egal ob der aus einem Kriegsland kommt und, keine Ahnung, gefoltert worden ist oder sonst irgendwas. Die muss man auch nachher begleiten und weiter in die Gesellschaft bringen, psychologisch betreuen. Und den Menschen, denen man nicht anders helfen kann, muss man natürlich dafür sorgen, dass sie halt eben in Österreich nicht solche Straftaten begehen. Und da ist nämlich auch die ÖVP wirklich die Partei, die das verhindert oder unfähig ist. Ja, der eine Anschlag ist vereitelt worden, aber auch nur, weil uns ausländische Geheimdienste geholfen haben. Weil der inländische fast nichts tun darf. Genau, weil ihm aber auch der Herr Kickl wirklich zerstört hat und uns von ausländischen Nachrichtendiensten abgeschnitten hat. Aber der wirklich tödliche Anschlag im ersten Bezirk vor ein paar Jahren, der ist nicht verhindert worden, obwohl es sehr, sehr leicht gewesen wäre. Es hat ganz, ganz klare Indizien gegeben. Der ist in die Slowakei zum Kalaschnikow-Munition kaufen gefahren. Das haben wir gewusst, nichts ist passiert. Und der Innenminister, der damals der Hauptverantwortliche dafür war, ist für diese eigentlich Straftat, dass er das nicht verhindert wurde, dann auch noch belohnt worden mit dem Bundeskanzleramt. Der Herr Nehammer hat da einfach ganz klar für mich Blut an seinen Händen. Und wenn die ÖVP in Wien plakatiert, Wien ist muss, es nicht ein bisschen na, viel übertrieben? Nein, finde ich überhaupt gar nicht. Da hat es ganz klare Indizien gegeben, das hätte verhindert werden können. Es hat überhaupt keine Aufarbeitung gegeben. Und ich sehe das ganz klar so, dass da die Verantwortlichen, da hat ja niemand gehen müssen. Na, die Aufarbeitung ist ja ein neuer Geheimdienst, also der Nachrichtendienst ist umgebaut worden. Und wo sind die Konsequenzen daraus? Niemand von der Polizei hat gehen müssen, niemand vom Innenministerium hat gehen müssen, nein, überhaupt nicht. Also für mich nicht akzeptabel, müssen wir nicht die gleiche Position haben. Und wenn die ÖVP in Wien plakatiert, Wien muss sicher werden, was jetzt auf allen Plakaten stehen, dann frage ich mich schon, seit 24 Jahren, mit glaube ich eineinhalb Jahren Unterbrechung Kickl, Innenministerium, wenn es dann in Österreich irgendwo nicht sicher ist, wer soll denn verantwortlich sein, wenn nicht das Innenministerium als oberste Behörde und Chef der Polizei in Österreich? Okay, jetzt komme ich nur kurz noch zum Abschluss zu Ihrer Partei oder zu Ihrer Liste. Wie groß ist die überhaupt? Ich meine, war echt überraschend, dass Sie österreichweit die Unterschriften geschafft haben. Ja, ich glaube, die meisten Leute hat es eigentlich nicht überrascht. Hat nicht überrascht? Nein, okay. Weil wir es letztes Mal sogar schon, obwohl das eine vorgezogene Neuwahl mit kaum Vorbereitungszeit waren, geschafft haben. Also nein, wir sind da schon routiniert darin, wir haben eine große Basis, haben wir eben auch damals wie heute demonstriert. Wir haben viele hundert Mitglieder, genaue Zahl kann ich gerade nicht sagen, auch weil gerade sehr viele Leute neu dazukommen und eintreten. Wir haben viele hundert Aktivistinnen in ganz Österreich, das haben wir auch natürlich gebraucht, weil die Unterstützungserklärung muss man in jedem einzelnen Bundesland halt eben sammeln, die können nicht alle aus einem Bundesland kommen. Also ja, wir sind keine Großpartei, wir sind keine Berufspolitikerinnenpartei. Alle bei uns machen das vollkommen ehrenamtlich in unserer Freizeit. Und ich glaube eben, das ist auch wichtig, dass halt eben das eine Bereicherung für die Politik ist. Das heißt, neben dem Job, Sie arbeiten? Natürlich, also jeder von uns arbeitet und nebenbei in unserer Freizeit, am Abend, in der Nacht, am Wochenende, machen wir das. Also momentan, jetzt in dieser, eigentlich seit Anfang Juli, zuerst Unterstützungserklärungen sammeln und jetzt der Wahlkampf. Wir arbeiten wirklich fast 24/7, vollkommen gratis, weil es uns um die Sache geht. Und ich glaube, das finden wir bei keiner anderen Partei. Die Tagespresse hat heute gepostet, der Herr Kickl, der in seinem Leben noch nie was gearbeitet hat, außer der Partei, hat uns Steuerzahlerinnen allein vom Gehalt schon 3 Millionen Euro gekostet. Genau, da sind wir das Gegenmodell. Okay, Sie sind das Gegenmodell. Aber es ist so, natürlich, man tritt an, um in den Nationalrat einzuziehen. Die Umfragen geben es noch nicht her, aber man wird sehen. Ist das Projekt, also ist die Liste, keine von denen eine Liste nur für diese Nationalratswahl, oder gibt es sie danach auch noch?
Das werden wir jetzt dann sehen. In 3,5 Wochen werden die Wählerinnen darüber entscheiden, was sie von dieser neuen Wahloption halten. Und wir hoffen und gehen auch davon aus, dass das sehr, sehr viele Leute wahrnehmen werden und dass wir ins Parlament einziehen. In jedem Fall werden wir es erst nach der Wahl wissen. Okay. Herr Müller, danke vielmals fürs Gespräch. Danke. Sehr angenehm. Ihnen danke fürs Zuhören.